Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu... So, lass mich mal kurz überlegen, wie das Spiel heißt. Venture Infection Free Zone. So war der Name. Wir haben in der letzten Folge unsere kleine Dorfhalle hier aufgebaut. Auf einer feinen kleinen Insel. Und sind gerade dabei, Häuser abzubauen, um unsere Projekte fertigzustellen. Ready for action. We finished construction. Die Kollegen schicken wir hier mal durch die Häuser durch. Und wir haben jetzt, ich habe das hier gleich nochmal in die Reparatur gebracht. Damit sie das Ganze hier durchkriegen. Ich hoffe. Eine eingehende Übertragung. Chief, we're scavenging this place, but there is something odd about it. Someone must have been here recently. Get on the ground! Drop your weapons! Hands where I can see them! Who is this? Nice little squad you got here. Very, very nice. What do you want? I don't know. What can you offer for your people's lives? Schon wieder. Who are you? You know. Just a humble man earning his living on the road. Deppen, die versuchen, das Ganze hier auszunutzen. Then you're in luck. This would be me. How big is your group? Why do you expect me to tell you that? I'm not stupid. Just tell me what you want. Let's see. Canned food. Shitload of cans full of delicious stuff. What the fuck, we have nix. Kill for a chicken soup. Oh, wait. Release them now. Or else what? We're gonna kill you. Now, let's be reasonable. Consider what I'm about to say. You ready? Just say it already. This is how it's gonna go. You're coming here with supplies and quick. You take too long, your people die. Oh, you God. Bring any weapons? Poof! They're dead. So, yeah, that's about it. We do this, and you let my people go? Yeah, a deal's a deal. All right, we'll be there. We'll bring what we can. Now, come on. I'm glad we have an understanding. Later. We're out of storage space. Mit 4 Konservenkisten. Waiting orders. Kann ich die jetzt einfach rüberziehen? Kann ich. Gut, dann hoffen wir mal, dass wir damit gut hin was hinkriegen. Das war nicht ein großer unserer Nahrung jetzt. Goddammit. No free space in warehouse. What? Oh ja, wir sind schon wieder überall voll. You moron! I can't believe you fell for that! No. We'll keep your people under our wings. Nice and safe. We kept our end of the bargain. Keep yours, and let my people go. Well,
I think your people will now have friends to play with. We'll keep them for now. We will get you for that. Rest assured. Want them back? Let's double the price. Come and get them. Hä, ich wollte aber nicht. Nee. Wollte ich verarschen? Wir ziehen hier mal einige Leute ab. Und dann hier. Ziehen hier noch ein paar ab. Machen noch eine Truppe. Squad. Reporting. There's no space to store. Rations are low. Operator, the moods in our zone are terrible. People are on the edge, and if we don't do anything, they will start leaving soon. Let's do it. Ja, was kann ich dafür nehmen, wenn... We'll do whatever it takes to keep people here. We're on the move. Wir brauchen dringend eine Scheune. Oder? Nutztiere, nein, wir brauchen eigentlich ein Kochhaus, ne? Reporting. Going there. We're on the move. Wir haben keine Nahrung mehr, das ist schlecht. Waiting orders. Receiving. Let's do it. Und ich kann blöderweise auch irgendeinem Grund. No room for resources. Meine ganzen Lager sind halt auch voll. Ich müsste eigentlich den kompletten Bereich hier einschachteln, damit ich das Lager und alles oder das hier mit einschachteln noch als Lagergebiet. Waiting orders. Going there. Search done. Reporting. Holy shit, haben die viel Schaden schon bekommen. Die hätten auf jeden Fall einiges an Nahrung schon gefunden. Operator, we're on clear. Let's do it. Komm schon. Bitte. You moron! I can't believe you fell for that. God damn it, bin ich jetzt schon wieder. Fooled us. Well, I think your people will now have friends to play with. We'll keep them for now. Release my people immediately, or there will be consequences. Want them back? Warum gibt mir dann aber das Spiel dauernd dieselbe Aufgabe? Ist es so, ja, du bist dumm genug, dass du da 10-mal drauf reinfällst? Schauen wir mal, ob wir mit zwei Waffen da was ausrichten können, weil ich krieg leider das auch nicht hier raus. Es war von Anfang an leider dumm. Und ich hoffe, dass die einfach nur bluffen da drin.
Whoa. I see that somebody doesn't like playing by the rules. I told you to come with supplies, not guns. You've made your choice already. We'll just do the world a favor. Support! God damn it, they fooled us! Kill them, boys! I'll get you next time, operator! Oh, god damn it. Get off me! Ich habe jetzt alles da rein verloren. Ich hätte einfach zwei Squads zum Angreifen reinschicken sollen. Das wäre schlau gewesen. Und wahrscheinlich habe ich alle Squads verloren. Reporting. We need more resources. All squads, return to base. Ready for action. We're on the move. We need backup! We're losing men! We need help! Holy shit. Hoffentlich sind hier unsere Ressourcen noch drin, vielleicht unsere Mitglieder auch noch. Holy shit, auf einmal greifen die uns einfach an. Ich habe so viel Bürger verloren. Let's do it. Receiving. Ah, sie sind jetzt wenigstens ausgestattet. Okay, das ist schon mal gut. Trotzdem nicht ideal gelaufen. Noch eine AK da drin. Hoffentlich ist da noch mehr drin. Wir brauchen dringend Nahrung. Und danach müssen wir schauen, dass wir da um einiges weiter noch kommen. Konserve, das ist super. Noch eine Konserve, das ist noch besser. Perfekt. Nahrung. Hi there, mate. Your frequencies aren't quite secure. Do you know that? I've been listening to you for a while. And I'm taking notes. Very detailed notes. Stop doing that. Immediately. Building adapted. You're a funny guy, operator. Anybody told you that yet? So, jetzt machen wir uns Nahrung. Our building's under attack. Wo? Waren die jetzt unter Attacke, oder? Clear. Hostile group incoming. Wo kommt ihr her? There's nothing to eat. Keine Sorge, Essen kommt. Ein Turm müsste ja eigentlich jetzt eine AK haben, oder? We're running out of resources. Gut.
dann nehmt euch mal die AK. Ich hätte gern, dass wir einen... Wo sind hier... versteckte Mauern? Holy shit, das sind dann die ganz starken Festungen, okay. Da könnte wahrscheinlich auch dieser Wehrturm zu. We are out of resources. Okay. Und dann werden wir hier die Produktion machen, dann sollte man ganz gut dabei sein. Und eventuell auch mal Tore einbauen in das Ganze. Damit wir hier das Ganze einrichten können. Super. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst euch einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.